Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News. Mit dem Herrn sofort und mir, dem Herrn gleich. Ja, und heute nach wie vor die Walküre hier mit am Start. Mega geiler Skin, glaube ich, brauchen wir nicht mehr viel dazu zu sagen, oder? Das Ding, das ist halt 10 echt von 10. Hammer. 10 von 10, übelst. Also ich muss mir noch mal einziehen. Das Ding ist echt geil. Also sensationell. Und dann nach wie vor mein, ja, oh, der Ich habe Frostwing-Gleiter. ihn mir gekauft, Leute. Hoffentlich schaut euch mal dieses Gameplay-Video an vom Herrn sofort, wohin Frostwing-Gleiter im Gameplay mehrfach benutzt. Hammer. Richtig nice. So, dann klar, Battle Pass-Stufen und 100, dann, 100 Punkte, Leute. ja, sensationell. Und dann haben wir den Schärpen-Feldwebel. Was ist das denn? Das 0 ist von 10. ein. No skin mit einem anderen Outfit. Er Und das für 1200 hat aber einen V-Bucks. tollen Hut Ja, auf. aber für 1200 V-Bucks, sorry about, aber normalerweise sind No-Skins haben einen anderen Anzug. Nur für den Hat einen Scheiß. tollen Hut Und nur für auf. den Kackhut gebe ich doch keinen Punkt. Hier, wir Null. müssen mal echt ein Video machen. Das müssen wir echt mal machen. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Was mich mal interessieren würde, wenn einer zum Beispiel, ob es der Gitarrenrucksack ist oder so, ja, wenn du. Vielleicht weißt du es ja auch schon, aber das müssen wir mal echt testen. Wenn einer so einen Gitarrenrucksack zum Beispiel auf hat, die Gitarre guckt irgendwo raus und du triffst die Gitarre, nur die Gitarrenspitze, ob der dann auch Schaden Nein. bekommt. Davon kriegt er keinen Nein, Schaden. es gibt keinen Vorteil, Nachteil. Außer im Wasser. Im Wasser ist halt echt scheiße. Ja. Ja gut, Wasser gibt es jetzt auch Wie kaum viele noch. Punkte gibst du? Ich gebe Ja, null. ich gebe dem, wegen dem tollen Hut, den er auf hat, gebe ich ihm 2 Punkte. Okay. Nächstes, null Punkte. Der Grill-General Null oder der Punkte. Grill-Sergeant. Make it so. Ich finde Part of auch it. hier sensationell. Mit seinem Schaut Headset. euch dieses Dieses elegante Headset an und das Hamburger Null. Hütchen. Das Null. Hamburger Tu mir den Käppchen. Gefallen. Null. Hamburger Käppchen. Null. Hamburg. He Ja. Null. Ah ja, mein Gott, dann gebe ich ihm halt einen. Null. Ey, wenn ich dem komischen Krieger, dem Null. anderen Null. Nein, Sergeant schon dann zwei gibst du gegeben habe, muss ich halt dem auch Thoma zwei Null. Dann gibst du geben. Thoma Null. Null. Die sind beide schlecht. Nein. Guck, du gibst jedem No-Skin 0, aber den beiden, Na gut, die. dann gebe ich halt beiden 0. Okay. So, okay. Dance, Dance Therapy. Aber die sind nicht 0, weil die haben ja ein Doch. bisschen was anders. Nein, Für haben mich sie sind sie nicht. Nein, 0. ein Punkt. Nein, 0. Das sind alles No-Skins. 0. So, Tanztherapie. 0. Okay. Tanztherapie. 0. Für mich nicht. So, ein Punkt haben sie verdient. 9 So, Punkte. Tanztherapie. Mit dem Ausdruckstanz. 0. 0, 9. Neun Punkte. Bei dir? Ja, ich finde das Ding ziemlich nice. Also der Ausdruckstanz hier, lass es einfach raus. Die Tanztherapie, aber ich würde es trotzdem, ich würde es nicht benutzen, weil es ist nicht mein Ding. Ich gebe dem 8 von 10. Er ist geil, er ist geil, aber es ist halt nicht mein. Also ich kann jeden verstehen, der ihn gerne haben möchte, aber es ist nicht mein Ding. So. Ein Punkt. So, dann haben wir hier diesen Cliffhanger. Ein Punkt. Ein, ja, nee, das ist zu krass, ein Punkt. Nee, Das es ist ist zu einfach, das ist die krass. gerechte Bewertung. Guck mal, da schön Einen ich gebe Punkt. dem 3 Punkte. Okay, 3 Punkte. Dann Battle So. Call, 10 Punkte. Und jetzt, Leute, das Ding ist für mich jetzt schon legendär. Es ist ungewöhnlicher Emote für 200 V-Bucks. Aber das Leute, ihr Ding müsst euch das vorstellen. Ihr ist könnt euch ja, ihr legendär. könnt mal in unser Video reingucken, was jetzt war. Ich glaube. Wir machen das heute, wenn wir noch zwei Videos Ja, und zwar. live schalten. Und zwar ist es einmal. Und zwar. Ich kann nicht vergessen, das ist eine Situation schildern. Und zwar, ich stehe vor einem Squad, aber Also das. erklär erstmal, um was es überhaupt geht, Ja, insgesamt um gesehen. dieses Battle Darf ich es Call. kurz erklären? Dann Ja, kannst du bitte. erklären, was du gemacht hast. Also, dieser Emote, ja, ist
ist ja der Schlachthof oder der Hof zur Schlacht, ja. Dann habe ich dann zum Herrn sofort gesagt, hier, pass auf, was richtig geil wäre, wenn wir generell, wenn wir in irgendeinen Kampf reingehen, bevor wir in den Kampf reingehen, diesen Ruf zur Schlacht machen, um zu zeigen, Leute, wir kommen. So, und jetzt. Jo. Auf jeden Fall war ein Squad auf dem Berg, also vor mir, die hatten halt High Ground gehabt, also übelsten High Ground. Und ich stelle mich auf den anderen Berg und die haben mal halt zu mir geguckt und habe ich dieses Battle Hall schon Ich gemacht. auch, stand hinter Ja, ihm. aber ja, aber dich hat man nicht gesehen. Und dann gehe ich runter, also habe den Schlachtruf gemacht, gehe runter, da ist halt diese Schlucht gewesen bei Paradise hinten. Und gehe wieder den Berg hoch, da wo die sind, also baue mich den Berg hoch, da wo die sind. Und stelle mich dann nochmal direkt vor die. Und mach, stehe quasi, ich glaube, nur zwei oder drei Treppen entfernt von denen und mach gerade nochmal diesen Schlachtruf. Gut, aber du hast ja natürlich eine Pyramide Ja, über aber den das Kopf gesetzt, ne? musste ich ja machen. Ja, Aber also und muss man dann, schon fairerweise ja, sagen. aber ich habe es so gemacht, dass die dann auch durchgucken können. Und da hat man es, ja, da habe ich ihn nochmal gemacht und dann haben wir die vier wirklich auseinandergenommen, zu Also zweit. wir haben nicht nur die vier auseinandergenommen, also ihr müsst euch dieses Gameplay, also das müsst ihr euch reinziehen. Also für mich hat dieser Emote, der verändert unser gesamtes Spiel, finde ich. Weil es ist, okay, das, man muss natürlich dazu sagen, das kannst du eigentlich auch nur bringen jetzt in diesem Close Gameplay Modus, ne? Also weil, wenn du die, ich meine, wir bringen da momentan Dinge, wir bauen uns Pyramiden hoch, also irgendwo bauen wir uns einen Turm, Pyramide mitten in die Stadt, ja, stellen uns da oben drauf und machen den Schlachthof, ja. Das kannst du natürlich nicht machen, wenn es die Sniper gibt oder sowas, ja, dann bist du ruckzuck tot. Aber aktuell in diesem Spielmodus, Close Up, da kannst du dich hinstellen und kannst denen zeigen, hier, Leute, wir kommen. Und da gibt es eine geile Szene, die werde ich auch nochmal separat rausschneiden. Da habe ich auch gedacht, der Herr sofort, das ist ein absoluter Vollpsycho. Ja, da steht er unten, sieht da wieder vorne zwei Squads gegeneinander kämpfen. Und also acht Leute jumpen da rum auf dem Hügel vor ihm und kämpfen miteinander. Er macht den Schlachtruf und rennt mitten rein. Und dann kam noch ein drittes mit hinzu. Das mü müsst ihr euch dann einfach reinziehen. Das ist mega, mega, mega krank, das Ganze. Aber dieser Emote ist für mich einer der geilsten aktuell. Ne? Wie findest du das? Also, Schon gesagt, 10 Punkte. nee, ich meine, es verändert schon das Spiel irgendwo. Das hat, ich glaube, es war eine der bockigsten Runden, die wir jemals gehabt haben, Ja, oder? du hast es vorhin sogar gesagt. Dass es eine der bockigsten Runden war, habe ich Der vorher nicht besten, gesagt. der coolsten. Hast du Habe ich das gesagt? Ja, gesagt, hast du. ja? Also wiederhole ich mich. Okay, ich werde auch schon alt und senil. So, deswegen auch auf jeden Fall auch von mir 10 von 10. Alleine das hat uns eins der geilsten Spielerlebnisse in Fortnite gebracht, die ich so bis jetzt mit dem Herrn sofort gehabt habe. Mega geil. Macht Also richtig heute, Bock. meine insgesamt Punkte waren 10, 110, 110, 110, 119, ja, 120 und 130. 130 Punkte habe ich heute im Shop gegeben. Du? Ja, kommt er in etwa hin, habe ich ja in etwa auch. Also, Hast mehr. coole Items diesmal. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal ein Like da. Schaut euch, wirklich, schaut euch mal dieses Frostwing-Video an. Das müssen wir eigentlich, sag mal, wir müssen mal schauen, wie man das auch in das Video Infokarte, ja, das ist einfach. verlinken kann. Ist Ja. einfach. Das müsst ihr euch mal reinziehen, das Frostwing-Gameplay. Und dann bitte, wir verlinken das dann natürlich auch, wobei das Video wird jetzt zuerst live geschaltet hier, von unserem, ja, Ruf zur Schlacht Gameplay, Duo versus Squad im Close Match. Was auch meiner Meinung nach legendär ist, und ich glaube, sowas habt ihr dann auch noch nicht gesehen auf keinem anderen Kanal, denke ich mal. Also. Auf keinem anderen Kanal, denke ich mal, hat sich gemeint. Ja, macht's gut, ne? Bis dann und ciao.